Hallo, moin moin und herzlich willkommen, Freunde der neunten Kunst. In dem Comic heute, da begeben wir uns in eine postapokalyptische Welt, wo es vorher einen atomaren Vorfall gab und aus diesem Vorfall etwas Krasses, etwas Actionmäßiges entstanden ist. Und welcher Comic das genau ist, wie immer nach dem Intro. Viel Spaß! Und um diesen Comic geht es heute. Geiger. Geiger, die Ungenannten. Der erste Sammelband der Geiger-Serie bei CrossCult erschienen. Geschrieben von Geoff Jones und gezeichnet von Gary Frank. Hier haben wir die ersten 6 Issues drin. Bisher, so wie ich mich mal schlau gemacht habe, existieren auch erst nur diese 6 Issues. Plus es gibt so einen 80 Seiten Sonderpager, der ist hier aber nicht mit drin. Den gibt es dann nochmal irgendwie bisher nur auf Englisch, separat. Und aber wir gehen jetzt heute erstmal hier auf diese 6 Issues ein, die hier drin versammelt sind. Ja, bei CrossCult eben erschienen als Hardcover diesmal, habe ich mir geholt. Es gibt noch eine Sonderausgabe, die limitiert ist. Die ist, glaube ich, auf 666 Exemplare limitiert, weil ich habe das Buch vor mir liegen gehabt und hinten stand 666 drauf. Im Internet steht, wenn man immer nachguckt, 333. Aber ich schätze mal, man hat die Auflage irgendwie erhöht. Diese Sonderausgabe liegt bei 40 Euro. Der hier liegt jetzt bei 25 Euro. Dieser Band hat 170 Seiten. Diese Sonderausgabe knapp über 200, wenn ich mich nicht vertue. Die Unterschiede liegen darin, dass bei der Sonderausgabe, so wie ich das gesehen habe, nochmal so gesonderte Cover-Galerie mit drin ist und etwaige Bonusseiten. Ne? Also wer da besonders auf Cover und auf Ding steht, der muss dann eher zu der limitierten Ausgabe greifen. Mir hat jetzt in dem Fall einfach wirklich auch die normale gereicht, weil mich hier erstmal nur die Story interessiert hat. Ich muss sagen, rückblickend, jetzt wo ich das Ganze gelesen habe, plus das Artwork von Gary Frank, vielleicht wäre die Limited tatsächlich auch in meinem Fall was Cooles gewesen, weil die Cover hätten mich schon doch nochmal irgendwie interessiert. Ne? Aber gut, so ist es mal. Damit ihr einen Größenvergleich habt, der kommt nicht in dem typischen Cross-Cult-Format raus. Also normal typisch sind ja hier diese Größen wie bei Once in Future oder Saga, ne, oder die damaligen Walking Dead Veröffentlichung, der ist größer, ne, was mir wieder super gut gefällt. Ich bin auf jeden Fall mehr Freund hiervon. Fände ich auch cooler, wenn es das hier in der Größe auch gäbe. Aber ne, wir nehmen das so mit, Geiger endlich auch in Deutschland zu lesen und dann sogar in einem schönen großen Format, wie wir das hier haben. Ne? Die Rückseite habe ich euch ja schon mal gezeigt, im Original bei Image erschienen. Das sehen wir hier oben, da oben. Da oben auch, hier haben wir CrossCult stehen. Und ja, Geiger ist eine, so eine Art neue, weiß ich nicht, Superhelden, postapokalyptische Action-Geschichte. Uns wird hier die Geschichte von diesem guten Mann hier erzählt, der hier hinten zu sehen ist, Geiger genannt. Das Ganze spielt so ein bisschen in der Zukunft. Es gab mal einen atomaren Vorfall und 30 Jahre später bekriegen sich verschiedenste Parteien eben um Herrschaft, ums Überleben allgemein, dass man Ressourcen bekommt. Vieles ist noch verseucht, verstrahlt, Dinge sind mutiert. Und es gibt noch zum Beispiel die Stadt Las Vegas. Las Vegas wird von einem König regiert, der eigentlich gar nicht der Regent ist, sondern normalerweise seine Mutter. Aber er hat seine Mutter weggesperrt und jetzt regiert er. Und ja, man muss schon sagen, es ist jetzt nicht unbedingt der netteste Regent, den man so kennt. Und wir erfahren auch hier gleich zu Anfang in diesem Band so ein bisschen die Vorgeschichte von Geiger. Ne? Dass es einmal ein normaler Mann war, Tarek hieß er, der einfach nur seine Familie beschützen wollte vor diesem atomaren Unglück. Ne? Wir erleben, wie er versucht, seine Frau und Kinder eben in einem Bunker zu bringen,
damit diese dort in Sicherheit sind. Und ja, bevor er selber in den Bunker reinkommt, wird er leider von Nachbarn angeschossen, weil die den Bunker haben wollen. Und somit muss seine Frau Tracy quasi die Tür vom Bunker zuziehen und sich erstmal einsperren, während er dort liegt, angeschossen. Und die Nachbarn kommen und eigentlich selber in den Bunker rein wollen. Und dann passiert das große Unglück, die Atomexplosion geschieht und reißt im Grunde alles mit weg. Und auch bei Tarek denkt man so, okay, das war's. Ne? Aber nein, wie wir dann eben 30 Jahre später erfahren, ist bei ihm sowas wie eine Art Mutation hat da stattgefunden. Er war vorher selber in ärztlicher Behandlung wegen einer Krankheit und diese Behandlung mit den Geschehnissen, ne, die vor 30 Jahren passiert sind, haben ihn jetzt zu diesem, Glowing Man, zu diesem Geiger-Typen halt eben gemacht, ne, wo ich echt nach wie vor sagen muss, das sieht einfach ultra geil aus vom Artwork. Ne? Allein die Kolorierung, das so hinzukriegen, dass man wirklich das Gefühl hat, dieser Mann leuchtet oder strahlt, das ist super cool. Also mir gefällt das mega. Und ja, dieser Mann versucht halt selber dort zu überleben, trifft dann später auf zwei Kinder, die aus Las Vegas kommen und dort eigentlich mit ihrer Mutter fliehen wollten, weil sie etwas haben, was die Regentschaft dort wohl stürzen könnte. Und ja, so werden die Kinder verfolgt und er kümmert sich halt eben um die Kinder und das Ganze wird da auch wieder so ein bisschen familiärer. Man merkt einfach, ne, er möchte sich irgendwie darum kümmern. Zeitgleich hat er auch versucht, seinen Bunker zu beschützen, wo eben seine Familie drin ist, die er aber erst dann wieder rauslassen wollte oder irgendwie signalisieren wollte, wenn alles okay ist. Und da die Strahlung immer noch vorhanden ist, kann er die dort nicht rauslassen. Es passieren dann gewisse Vorfälle und die ihn dann dazu auch bewegen, dann später von diesem Bunker abzulassen. Aber viel mehr möchte ich jetzt eigentlich auch gar nicht erzählen. Also es ist wirklich eine rasante, actionreiche, sehr, sehr coole, wirklich so postapokalyptische Story. So hat so Mad Max-Anleihen und einfach cool. Auch, also ich zeige einfach mal so ein paar Seiten hier rein. Ja, hier haben wir zum Beispiel so eine schöne Splash-Page, die einfach so ein bisschen mal darauf hinweist, so okay, da war mal was, jetzt ist es halt nicht mehr da. Und genau, hier haben wir das eben, dass Tarek, so sieht Geiger oder so sah Geiger halt in seinem früheren Leben mal aus, ne? So ein ganz normaler Familienvater, der einfach für seine Familie gekämpft hat. Und wir sehen dort oben auch, dass sie in den Bunker zu fliehen versuchen und ja, dass dann hier die, wie ich eben schon beschrieben habe, die Nachbarn auf den Plan kommen und dort rein wollen und ja, dann das Unglück halt geschieht. Ja, das haben wir dann hier einmal. Zack, also sieht auch, es ist wieder so filmisch, ne? Also so geil gemacht, finde ich. Das ist echt hervorragend. Das hat mich mega begeistert. Und ja, aus ihm selber wird dann halt eben hier Geiger. Ne? Und damit er nicht, ja, wie soll ich das sagen, sein nukleares Potenzial nicht zu hoch ansteigt, hat er so Stäbe, die er braucht, die das irgendwie verhindern, dass er nicht quasi selber zu so einer Art Bombe wird. Ne? Ja, so richtig erklärt weiter wird das irgendwie nicht. Keine Ahnung, ob das noch kommt. Was auch sehr geil ist, er hat so einen Sidekick, das ist sein Hund oder ein Wolf, der doppelköpfig ist, also der hat zwei Köpfe, Barney heißt der. Und auch das finde ich super geil, ne? Also so dieser Glowing Man, der seinen fast schon so zweiköpfigen Schattenwolf irgendwie dabei hat. Und ach, guckt euch das an, ne? Das sieht einfach fantastisch aus jedes Mal. Also ich fand die Zeichnung wirklich Hammer, mega, mega, mega geil. Der hatte ein hervorragendes Pacing. Also ich konnte ihn nicht aus der Hand legen. Ich war auch echt in einem Rutsch durch. Es ist halt schade, dass man jetzt leider sagen muss, okay, mehr gibt's davon noch nicht. Ne? Also ich würde echt gerne mehr davon lesen.
Und ach, sieht super aus, ne? Guckt euch einfach diese Glowing-Kolorierung an. Das ist schon Hammer, finde ich. Also ganz, ganz cool gemacht, wirklich. Also könnt gerne mal in die Kommentare reinschreiben. Ich weiß, im US-Original gibt es diese Reihe ja auch schon ein bisschen länger. Und wie euch, wenn ihr diesen Titel schon jetzt auf Deutsch oder auf Englisch gelesen habt, wie euch der gefallen hat, was ihr zu Geiger selber sagt, ob ihr auch gerne mehr lesen wollt, so wie es mir geht. Also ich hoffe, dass Gary Frank und Geoff Jones da irgendwie bei Zeiten mal ein bisschen nachlegen, weil ich habe wirklich Bock. Also das war wirklich wieder ein super geiler Image-Titel oder eben Crosscult jetzt hier bei uns und hat richtig, richtig Freude gemacht. Ne? Ja, gerne eure Meinung zu Geiger unten in die Kommentare rein. Und ja, damit bin ich durch mit meiner Review. Ihr merkt, der Titel hat mir sehr gut gefallen. Und ja, ich hoffe, dass euch die Review auch gefallen hat oder der gesamte Kanal. Lasst gerne Likes oder auch Abos da oder ne, vielen Dank, wenn ihr schon abonniert habt. Und ich wünsche euch noch ganz viel Spaß beim Comics und Manga lesen und wünsche euch eine schöne Zeit. Macht's gut, haut rein, euer Ingo. Ciao.